Der Dorsten-Podcast, die Woche, präsentiert von Ihrer vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Emsiges Treiben in der Innenstadt, viele gute Gespräche und strahlende Augen. Beim Lichterfest am Sonntag, den 6. November, konnten sich die Besucher über eine gelungene Mischung freuen. Nach zwei Jahren Pause konnte auch wieder ein Laternenumzug mit St. Martin stattfinden. Die Lippefähre Baldur ist im Winterquartier. Am Mittwoch, den 9. November, nahm das Team des Lippeverbandes die Fähre an dem Baggerhaken und brachte sie an Land. Nun stehen Wartung und Pflege des 2-Tonnen schweren Lippekreuzers an. Die Fährsaison in Dorsten beginnt dann wieder im April 2023. In Dorsten-Feldmark an der Gladbecker Straße 216 gab es einen Schafriss. Ob es ein Wolf war, werden die Genproben, die entnommen wurden, noch klären. Auf dem Friedhof im Marienviertel am Riedweg müssen in diesem Winter leider zwei schöne Bäume gefällt werden. Ihre Standsicherheit ist durch anhaltenden Pilzbefall nicht mehr gegeben. Fünf Tage Tanzpower, Bewegung und Musikerfahrung. Das war das besondere Projekt Schultanzwoche für die Kinder des sechsten Jahrgangs der Gesamtschule Wulfen. Das Thema hieß Freundschaft, wir halten zusammen. Wie ist Fahrradfahren bei dir vor Ort? Macht das Radfahren in Dorsten Spaß oder ist es stressig? Bis zum 30. November können Radfahrende noch am ADFC Fahrradklimatest teilnehmen unter fahrradklima-test.adfc.de. Dorsten Online. Die Woche. Der Dorsten Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank.